Hallo Leute, heute mal eine kleine Aufgabe für mich, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Irgendwann hatte ich mal, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, hier die Profile gestellt und der Kunde hat die Wand selbst beplankt. Jetzt kam gestern die Meldung, der Fliesenleger ist drin und in dem Bereich, neben der Badewanne, sollte noch eine Nische rein in die Wand. Jetzt haben wir die Platte da rausgemacht. Und jetzt soll ich für den Fliesenleger diese Nische dann reinarbeiten. Naja, das gibt ein bisschen Herausforderungen, weil, das könnt ihr hier erkennen, hier ist auch noch ein Profil, das heißt, das läuft durch das Profil. Ich muss natürlich hier an der Fliesenkante entlang schneiden. Da ich das selbst gar nicht fertig gemacht habe, weiß ich noch gar nicht, was mich so wirklich erwartet. Und ich das auch herausbekomme. Also die Gipsplatte rausschneiden ist das eine Problem. Aber hier seitlich jetzt einen Gipskartonkasten hinzubasteln, wird etwas schwierig, da ich ja hier vorne auch kein Profil mehr verschrauben kann. Die Platten sind natürlich jetzt fest. Ja, da geht nichts mehr. Badewanne steht natürlich auch, haben sie ein bisschen abgedeckt. Das ist ja schon übrigens etwas. Da werde ich jetzt aber noch was drauflegen, dass mir da auch nichts reinfällt. Und dann werde ich mal versuchen hier, eine kleine Nische da rein zu basteln. Ja, was man nicht alles macht. In dem Stadium mache ich das auch das erste Mal. Mal sehen, wie es wird. Ja, lasst euch mal überraschen. Ich lasse mich genauso überraschen. Viel Spaß dabei. So, hier unten sind ja noch keine Fliesen dran. Von daher könnte ich mir hier noch ein Profil hinbasteln. Dafür mache ich eine Lage Gips da rein. Kann unten noch mal ein Profil verschrauben. Das haben wir hier. Das müsste so gehen. Da mache ich mein Profil hin. Verschraubt das von hier. Dafür muss ich natürlich das senkrechte Profil dann auch kürzen, lege dann meine Gipsplatte rein, mache hinten noch ein Profil an der Wand und kann schon mal den Boden von der Nische gut verschrauben. Alles weitere sehen wir dann, da habe ich schon eine Idee, aber schauen wir mal, wie es wird. Versuchen wir erstmal da das Ding rauszuschneiden. Ein Tageslichtbad hier. Wie ihr sehen könnt, arbeite ich hier mit Licht- und Schatteneffekten. Kabel gibt es auch noch. Das war gar nicht richtig verschraubt hier. Wunderbar. Wunderbar. Eine Schraube. Da ist was weggebrochen, warum auch immer, das war wohl nicht richtig verschraubt, ist aber jetzt auch in dem Sinn kein Drama. Jetzt muss ich allerdings versuchen, da hatte ich ja CD-Profile hier eingebracht irgendwann. Das ist genau unterhalb von der Öffnung und oberhalb von der Öffnung.
1CD-Profil. Ich kann euch das mal schauen, zeigen. So sieht das aus. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier dieses Ständerprofil rausschneide, ist das kein Problem. Die Tragfähigkeit bleibt erhalten soweit. Ist natürlich da hinten wieder in Ruhe. Ich hoffe, ich komme vorbei. Dein U-Profil drauf mache. So, ein paar Kabel gibt es ja auch noch. Da gibt es anscheinend auch noch Fernseh. Ich weiß nicht, ob in die Nische da noch Fernseh eingebaut wird. Aber hier ist wieder was Neues. So, dann probiere ich jetzt mal hier das Profil rauszuschneiden. Ich muss ja etwas tiefer, dass ich vorne dran mit dem Profil vorbeikomme. Dafür brauche ich den kleinen Bruder von der Säbelsäge. Schauen wir mal, ob das geht. So, jetzt aber die Schraube noch raus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn es oben genauso klappt. Körperhaltung hier. Dünnes Blech kann schon sehr widerstandsfähig sein. Das ist genau noch eine Schraube drin gewesen. Was nachträglich rauszumachen. So, das hätten wir schon mal. Da war wirklich noch genau eine Schraube drin. So sieht es jetzt aus. Da laufen die Leitungen. Wunderbar. Und das sollte hier hinten genau reichen. Als erstes mache ich jetzt den Boden da hinten rein. Ein Profil an die Wand dübeln und den Boden reinbasteln. So, schauen wir mal, ob das reicht. Hinten ein UD30 mit Entkopplungsband. Schauen wir mal, was die Wasserwaage sagt. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Vorne haben wir ein bisschen Luft. Das wird doch. Kann ruhig ein bisschen Gefälle nach vorne haben. Mehr als Glück. Sehr schön. Sehr schön. Ihr könnt mal sehen, wie knapp das war. Und genau oberhalb vom Rohr haben wir hier unsere Auflage.
Weiter links ging nicht wegen der Schelle, aber das stört auch nicht. So, jetzt gibt es Platte rein. Vorne machen wir erst noch ein UD-Profil rein, dass wir das schön verschrauben können. Bisschen Gefälle nach vorne, minimal. Wobei ich lieber ein bisschen tiefer bleibe. Den Rest kann er sich mit Fliesenträgern richten. Halten. Ja, dann lieber ein bisschen mehr Luft für den Fliesenkleber. Aber gerade muss schon sein. So. Und ein bisschen hoch. Niemals mit den Schrauben geizen. Hier konntet ihr ja erkennen, was passiert, wenn man nicht ordentlich verschraubt. Hätte ich jetzt noch ein Stück dazwischen machen können, aber das ist jetzt nicht unbedingt erforderlich. Es hat ja nicht viel zu tragen, es sei denn, es kommt ein großer Fernseher da rein. Aber das glaube ich eher nicht. So, jetzt kann ich die Gipsplatte zuschneiden. Eine Gipsplatte, das reicht in dem Fall. Man muss ja alles nochmal abdichten. Man muss spannen. Vorderkante bündig. Gut. Und jetzt kann man wunderbar die Platte anschrauben. Die Nische hätte man ja auch durchaus vorher schon machen können, wenn es denn einen Fliesenplan gegeben hätte. Kommt allerdings in den seltensten Fällen vor. Oh, das ist eine echt unangenehme Haltung. Ich zeige euch das gerade mal. Ich stehe halt relativ weit weg von der Badewanne und immer nach vorne gebeugt. Nicht so toll. So. Eine machen wir noch, komm. Kann nichts fragen. So. Naja, das sollte auch für den Fernseher reichen. Jetzt kann ich natürlich dasselbe Spielchen an den Seiten und an der Oberseite nicht machen. Jetzt habe ich mir überlegt, hier Streifen mit Wedi reinzukleben. Ich habe extra eine 20 mm Wedi-Platte geholt. Die ist speziell für den Sanitärbereich. Die kann ich hier ankleben mit dem Spezialkleber. Machen wir hier einen Rahmen hin und klebt das dann hier nur rein. Anders wird das wahrscheinlich nichts werden. So, zum Thema Wedi, da brauche ich euch, glaube ich, nichts mehr erzählen. Das wird jeder schon von euch kennen. Sollte das nicht der Fall sein, klickt einfach mal den Umbauheld an, der André Rieckhoff. Der kennt sich damit wunderbar aus. Und eigentlich ist das hier seine Arbeit, nicht meine. Ja? Schönen Gruß, André. Diese Streifen, die klebe ich mir jetzt hier rein. Mit diesem Spezialkleber. Das hält unwahrscheinlich. Ich werde das auch noch mit zwei Schräubchen in dem Porenbetonstein, was wir hier haben, ein bisschen fixieren, dass ich das nicht verrutschen kann, bis das ausgehärtet ist. Und bastel mir damit meinen Anschlagkleber drauf. Und in die Ecke rein. Das klebt innerhalb kürzester Zeit wie verrückt. Aber ich mache nochmal zwei Schrauben zur Fixierung rein. Hier in der Ecke wäre es jetzt nicht unbedingt erforderlich, aber wäre blöd, wenn es dann umfallen sollte oder so. Ist ja
ist ja hier kein Problem. So, jetzt kann das in Ruhe trocknen. Jetzt mache ich hier hinten Kleber drauf. Und auf die Platte. Habe hier extra eine Platte ein bisschen schräg angeschnitten. Aber das sollte alles kein Problem sein. Er muss es sowieso nochmal abdichten. Fliesenkleber drauf. Also ich bin da optimistisch, dass das richtig stabil wird. So. Ich denke, das sollte halten. So, das muss jetzt natürlich um die Plattenstärke nach hinten versetzt werden. Jetzt habe ich hier links und rechts den Deckel eingeklebt und habe hier oben schon den Streifen am Rand montiert. Und hier auf der Innenseite musste ich zwar durch das Profil etwas unterbrechen, aber als Anschlag sollte das halten. Für den Deckel hier oben mache ich jetzt noch eine Bohrung rein in die WD-Platte, dass die Kabel dort durchgeführt werden können. Letzte Amtshandlung, Kleber ist drauf. Unterstellen. So viel zu meiner Operation hier. Kleine Nische über der Badewanne. Das sollte dem Fliesenleger wirklich genügen. Was ich hier hingemacht habe, stabil genug ist es. Gerade die untere Ablage ist massiv. Das andere wird alles noch abgedichtet und mit Fliesenkleber überzogen, sodass das massiv wird. Edelstahlschienen kommen hier noch rein. Wichtig war, dass ich die Fliesen nicht beschädige. Das ist mir doch ganz gut gelungen. Gott sei Dank muss ich das nicht jeden Tag machen. Aber wie ihr sehen könnt, alles ist möglich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.